Was? Warum Shen-Ult? Oh mein... What? Oh mein Gott, das war so close. Who's that Pokémon? Gibt es eigentlich schon Infos für die etwaigen Fixes für das Ranked-System für nächste Season? Ich glaube nicht, nein. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Das kriegst du jetzt seit circa einem Monat, ja, weil die Leute das immer wieder wissen wollen, warum das Matchmaking so ein Problem ist. Na, das Giga zwischen Master bis Grandmaster ist ja deutlich größer. Ja, du musst rechnen, Master bis Challenger, also von Master bis zu mir sind 1000 LP. Und 1000 LP sind ungefähr von... Ja, was sind denn 1000 LP? Sind 8 Ligen, wenn du 2 Ligen für die Promos verwendest. Das heißt, es ist von Platin 4 bis Diamond 1. Allein in LP-Werten. Das heißt nicht, dass das Skill-Level so groß ist, aber allein in LP-Werten. Bist du gut in deine Woche gekommen? Gibt es eine Special in deiner Woche? Ja, heute Abend ist A1-Liga ab 19 Uhr. Dann morgen muss ich zum Gewerbeamt. Das wird ganz, ganz knorke. Und dann... Ansonsten ist die Woche nicht... Ich meine, nächste Woche geht's nach Amerika. Das heißt, ich bin ganz froh, wenn jetzt die Woche nicht so viel ist. Weil nächste Woche Amerika wird stressig. So, was können wir denn hier machen? Das ist Pantheon Midlane. Das heißt, wir haben einen guten Damage Split schon jetzt. Irgendwie ein bisschen einen tankigeren Midlaner. Quadra Melee. Das heißt, wir nehmen entweder Cassio oder Heimer. Ich glaube, Heimer ist die richtige Wahl hier, aber Heimer sieht insane aus in dem Game. Ich glaube, die können überhaupt nichts mehr machen. Die Lane könnte ziemlich rau werden, wenn der Ignite spielt, der Pantheon. Weil der, glaube ich, die Turrets immer mit seinem AOE-Damage, mit dem Q und dem E töten kann, wenn er reinhüpft. Aber wenn wir über die Lane kommen, sollte das absolut insane sein für uns. Alle Pros kommen nach Europa, du nach Amerika. Ich bin 4 Tage in Amerika, von denen ich 2 Tage fliege. Genau, weil ich eben nicht jetzt... Also die... Noch sind ja nicht alle Pros da, aber die kommen jetzt. Was machst du beim Gewerbeamt? Was mache ich beim Gewerbeamt? Ich muss Informationen zur Verfügung stellen, die die gerne hätten. Weil das, was ich mache, ist ja, sagen wir mal, ein bisschen komisch. Also mein Beruf. Ne? Und deswegen möchten die ganz gerne ein paar Sachen von mir wissen. Warum nur 4 Tage? Naja, weil ich in Amerika nichts zu tun habe. Ich kenne da keinen, ich kriege kein Streaming-Setup so kurzfristig hin. Außerdem möchte ich... Wir haben in Amerika Challenger gemacht. Was will ich da noch, ehrlich gesagt? Ich gehe da kurz für das Event hin. Dann spiele ich das Turnier, gewinne schnell gegen die Amis. Und danach gehen wir... Danach fliege ich halt zurück. Die wollen dein Geld. Ey, seit ich so ein bisschen älter bin, man kriegt ja für... Du kriegst einfach nur Rechnungen die ganze Zeit. Ich weiß, viele von euch werden das auch schon kennen. Mein ganzer Tagesablauf besteht darauf, Rechnungen zu bezahlen, habe ich das Gefühl. Geh mal ein bisschen mit den Schraubenschlüsseln arbeiten. Na, die tun mehr weh, als er denkt. Aber wegen allem zur Kasse gebeten, wirklich. Ich hatte sogar schon ein Inkasso-Verfahren hatte ich sogar schon. Weil die Rechnung meiner Bahnkarte wurde zu meinen Eltern geschickt und die haben das einfach auf meinen alten Schreibtisch gelegt. Das heißt, ich wusste das nicht. Und dann habe ich irgendwann ein Inkasso-Verfahren bekommen von denen. Für meine Bahnkarte. Das ist genau, bevor ich Angst hatte, ne, diese Kombi, weil der Burst ist halt absolut disgusting da. Jetzt muss man schnell in die Mitte porten und dann weitermachen. Meine Eltern getrollt, naja, meine Eltern können da nichts für, da muss ich halt meine Rechnungen öfter abholen, weißt du? So, wir verlieren Bot und Mitte. Ja, Mitte ist sehr, sehr, ist noch sehr, sehr okay. Wir werden jetzt die nächste wahrscheinlich pushen und dann, okay, nächste pushen. Der wird da sterben, das ist okay, aber er hat einen Killtrade bekommen. That's still good. So, ich hoffe mal, er hat den Blue auch gekriegt da. Und dann flitzen wir schnell Richtung Midlane. Nice, brauchst du am Ende. Sehr gut. Der hat leider einen Double Buff hier, der Mann. Das wird uns nicht so viel Freude machen, glaube ich. Er ist natürlich einfach mit dem Double Buff, kann er halt hier die ganze Zeit. Und wer weiß das Schiff. Hier hinten alle Ruhe farmen gehen. Kann sein, dass der wieder resettet ist. Weil wir sind noch nicht da, wo wir gerne wären mit unserem Heimerdinger. Aber ich meine, wir scalen ziemlich free rein. In einem gewissen Punkt sollten wir extrem stark sein. Hast einen neuen Control Board? Nice, bedeutet doch. Ich glaube auch, dass der uns für einen langen Zeitraum tragen kann. Der Renekton. Das Einzige, was mir in dem Game Sorgen macht, ist die Xayah. Die ist sehr, sehr gefährlich für uns. Wow. Okay. Das ist natürlich jetzt gut gewesen von denen. Die machen gerade den Drake höchstwahrscheinlich. Die zwei.
in die Mitte laufen hier. Er kriegt mindestens eine Platte. Solange er nicht zwei kriegt, ist okay. Dann könnt ihr nicht mal treffen, ne? Das ist ja sehr schnell. Ja, tatsächlich, also der Pantheon kann gerade zum Glück nicht wirklich was machen, außer die Wave halt zu pushen. Der wird vielleicht auf den Gragas warten. Oh, schade. Wenn ich denn da gerade eben schon Ult gehabt hätte, hab bitte den Assist noch, jawohl. Kann da reinpushen, der Mann. Ich kann hochporten dann. Ah, leider auch zu wenig Damage von mir gemacht da. Ja. Wenn ich einfach hochporte, kann er mich one-hitten? Naja, stört nicht. Mal schauen, ob wir vielleicht auch ein bisschen hier pushen können. Der Renekton kann erstmal Mitte gehen. Ja, leider hat hier zwei Boots, ne? Dementsprechend ist er natürlich schneller als ich. Der Top-Turret hat kaum noch Platten. Der Mid-Turret auch nicht. Wir haben den Drake, haben sie auch bekommen. Hoffentlich nimmt er nicht den Turret oben. Das wäre sehr schlecht für uns. Kann ich nach oben gehen oder ist da der Core? Ich glaube nicht, dass er den Turret ganz fickt hier. Ja, nice, mit Turret bekommen. First Turret Gold ist immer was Schönes. Ja, ist den hier schnell. Können wir hier oben schnell die Wave halten und einfach weiter Richtung unseren Sonjas schauen. Pantheon hat eine sehr, sehr starke Laning-Phase. Der scaled auch nicht so schlecht mit seiner Blockmechanik da. Das heißt, du kannst halt auch später effizient sein mit diesem Block-Ding. Okay, pushen wir schnell die Wafer. Dann müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Wir sind nicht so weit hinten. Wie sieht's vom Scaling her aus? Ist halt Botlane ist wieder extrem weit behind gefallen. Wow, ich hätte flashen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich in einer Rotation töten kann, weil ich sogar ein bisschen Armor habe, ne? Mein Fehler. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ne, da kam noch der Pantheon-Speer. Den konnten wir da mit dem Sonjas dodgen. Und jetzt können wir schnell hier hintergehen und können gucken. Wir könnten Morellos gehen als nächstes. Aber ich glaube, wir gehen einfach Rabadon, sondern Voidstuff hier in dem Spiel. Weil die Gegner haben wirklich keine Heal-Effekte, außer den Gragas-W. Und natürlich ein bisschen AD-Carries haben immer ein bisschen Lifesteal und so ein Krimskram. Aber also primär haben sie nur den Gragas-Passiv-Heal. Starte. Das ist fein. Ich hätte mit dem Team zusammen rausmoven sollen. Das Hauptproblem, das wir haben, ist die Xayah logischerweise. Weil die Xayah, wenn die so weit im Game steht, 7-0, 4 Items, dann ist natürlich sehr, sehr schwierig, mit der zurechtzukommen. Pushen die Mitte? Oh, die pushen Mitte. Komm mal. Wir werden jetzt Nash bekommen, nehme ich an. Nehmen wir uns kurz das hier mit und dann brauchen wir ein Control Ward und brauchen das hier. Und dann muss ich hier hinterporten und einfach hoffen, dass ich irgendwie an den Nash rankomme. Okay, die haben den einen Mountain gehabt, ne? Shit, Ja, ja, die Xayah, ne? Wenn wir die irgendwie tot kriegen. Ja, wieder Ulti ab. Also mal schauen.
Finish. Was ist ein Nash-Name hier? Nein, wir haben da einen schlechten Fight genommen und haben relativ viel verloren. Aber jetzt haben wir auch wieder relativ viel bekommen. Jetzt ist dann gleich Elder Drag ab. Das ist halt das Problem, ist, unser Nexus ist exposed. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall warten, bis wir beide Inhibs wieder haben, bevor wir irgendwas machen. Wenn jemand gecatcht wird, haben wir wahrscheinlich einfach das Game verloren. Ich sag mal, der kriegt den. Einfach kurz Solo Nash nehmen, da können wir den Elder auch noch hinterher nehmen. Schnell. Okay. Ja, finishen. Ich glaube, wir sollten finishen probieren. Sogar. Fuck Elder. Wir haben Nash. Nash ist genug. Die können zu zweit hinten deffen gegen den Sion. Der kann nichts machen. Oh, was ein Taunt von dem, Nein! Oh! Jeez. Scam. Ja. Holy shit, schön! Let's go! GG, well played. Was ein geiles Spiel! Oh, ich muss aber Sonjassen. Wenn der so anfeht, dann wisst ihr, dass er 100% der Zeit flasht da auf euch. Das heißt, ihr müsst bereit sein, das zu dodgen mit Sonjas oder mit Flash. Ich hatte beides ab. Oh, geiles Game.